Das Stachelbeermuster hat einen Mustersatz von 8 Reihen. In der ersten Reihe auf der rechten Seite stricken Sie alle Maschen rechts. In der zweiten Reihe nehmen Sie die Maschen für die Beeren zu. Stricken Sie die erste Masche rechts und nehmen Sie dann 4 Maschen links zu wie folgt. In die nächste Masche stricken Sie eine Masche links, ein Umschlag, eine Masche links, ein Umschlag und eine Masche links. Die nächste Masche stricken Sie rechts und wiederholen dann 4 Maschen links zunehmen, eine Masche rechts, bis die Reihe beendet ist. In der dritten Reihe stricken Sie alle Maschen links. In der vierten Reihe nehmen Sie die Maschen der Beeren wieder ab. Stricken Sie die erste Masche rechts und wiederholen Sie dann, den Faden nach vorn legen, die nächsten 2 Maschen links abheben, 3 Maschen links zusammenstricken und die 2 abgehobenen Maschen überziehen. Eine Masche rechts, bis die Reihe beendet ist. In der fünften Reihe stricken Sie alle Maschen rechts. In der sechsten Reihe wird das Muster versetzt. Stricken Sie 2 Maschen rechts und wiederholen Sie dann 4 Maschen links zunehmen, eine Masche rechts bis zur letzten Masche. Diese stricken Sie rechts. In der siebten Reihe stricken Sie alle Maschen links. In der achten Reihe nehmen Sie die Maschen der Beeren wieder ab. Stricken Sie 2 Maschen rechts und wiederholen dann, den Faden nach vorn legen, die nächsten 2 Maschen links abheben, 3 Maschen links zusammenstricken und die 2 abgehobenen Maschen überziehen. Eine Masche rechts bis zur letzten Masche, die Sie rechts stricken. Diese 8 Reihen bilden den Mustersatz, den Sie stets wiederholen.